Okay, der Kaffee ist fast ausgetrunken. Ich werde ab und zu noch ein Schlückchen nehmen vielleicht. Die Sklaven sind weggebracht. Und ich würde sagen, wir geben uns zurück nach Ben-Erei und kümmern uns eventuell wirklich langsam mal um die ganzen Crawler dort. Und wir müssen auch dem Herrn, ich glaube Sanju hieß der, Bescheid sagen, dass wir jetzt die Sklaven dahin gebracht haben, dass er sich bitte mal freuen kann. Wo sind die Schakale jetzt wieder hin? Oh, jetzt hat er vielleicht auch mit dem Bogen rumlaufen und nicht einfach so. Letztendlich, ich könnte echt, ja, ich will nicht sagen stundenlang, aber doch schon längere Zeit einfach so durch so eine Landschaft laufen, mit so einer Wüstenlandschaft oder sowas. Das bringt für mich etwa, lustigerweise, das gleiche Gefühl wie mit Epona durch Ocarina of Time die Landschaft zu reiten. Das ist ungefähr genauso geil. Macht einfach nur Spaß. Das ist, also ich finde gerade in der Wüste, lustigerweise, kommt für mich ein gutes Stück Gothic-Gefühl raus. Und also das sozusagen, das Gute, was sozusagen Open-World-Spiele so an sich haben, dass man sozusagen hingehen kann, wo man will, keine Schlauchlevel, auch wenn die gut sind, um irgendwelche Geschichten zu erzählen und so weiter und so fort, und man sich hier viel mit Fantasie behelfen muss, oder beziehungsweise einfach nur viel mit Geduld. Darum, das ist, glaube ich, eher die Sache. Finde ich doch Open-World-Spiele immer so ein bisschen besser. Also Gothic oder Fallout 3 und ich glaube auch Fallout New Vegas ist, glaube ich, auch Open-World. Habe ich zwar noch nie gespielt, aber sieht genauso aus wie Fallout 3 genau genommen. Das finde ich richtig geil. Oh, die Elder Scrolls-Teile, alle. Gut, Sancho! Du bist nicht Sancho, du bist Halt! Navaras. Keinen Schritt weiter! Wo ist denn Sancho? Habe ich Sancho überhaupt richtig im Kopf? Warte mal, bist du Sancho? Der unfreundliche Typ? Der unfreundliche Typ ist Hast Sancho. du die Sklaven weggebracht? Ja, das habe Ja, ich. sie sind in Lago. Gut. Hoffentlich ist dort überhaupt noch Gold zu Vermutlich nicht, ich habe holen. alles geerntet. Hier ist dein Lohn. 500 Gold. Ich raste aus vor Glück. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hast du noch was für mich zu tun? Nein, du hast mir sehr geholfen. Ich denke, du kannst es in der Wüste noch weit bringen. Und das ist mein Nun, Plan. mit deiner Hilfe bestimmt. Verstehe. Gut. Mein Einfluss reicht zwar nicht bis Ishtar, aber ich kann dir trotzdem helfen. Ah, Der inwiefern? Magier Sigmor aus Bakaresch schuldet mir noch was. Ich gebe dir diesen Brief für ihn mit. Vielleicht hilft dir das weiter. Viel Glück damit! Bakaresch ist doch schon ein bisschen weiter weg, glaube ich, oder? Ich werde jetzt mal ganz kurz hier das mit. Warte mal, ich sollte Sklaven für Vasco kaufen und wurde überfallen. Nein, das werde ich nicht sagen. Ich werde ihn nicht um sein Geld bringen, auch wenn er sehr unfreundlich ist und eigentlich ein Arsch, genau genommen, werde ich ihn nicht betrügen. Dafür betrüge ich aber den anderen Typen. Also dafür verfalle ich den anderen Typen, der mir das vorgeschlagen hat, diesen Händler. Vasco hat mir ein windiges Geschäft angeboten. Was? Erzähl es mir, schnell! Nun, er wollte dich um eine stattliche Summe Gold betrügen. Da kenne ich ihn schon so lange und habe ihn immer gut bezahlt. Warum tut er mir das an? Aber das Er werde ist ich ihm nicht gierig. durchgehen lassen. Jedes einzelne Goldstück werde ich ihm vom Lohn abziehen. Was dich betrifft, ich bin sehr zufrieden mit dir. Danke. Gib mir Ruf. Quest abgebrochen, ein schmutziges Geschäft. 200 Ich Gold. mache eine kurze Pause. Okay. Greift das Vasco jetzt eigentlich an? Das ist eine gute Frage. Und wo ist Vasco eigentlich? Ein von diesen Zelten, glaube ich. Dahinter? Nein. Bist du nicht Vasco? Du bist Vasco. Du hast mich verraten, du mieser Hund. Selbst dran Du schuld. lässt mich schlecht aussehen. Ich sag dir Na, was. sag mir mal was. Ja? Was denn? Ja, gar nichts. Und deine Belohnung für die Crawler kannst du vergessen. Oh. Quest abgebrochen, Crawlerjagd. Mist! Das ist nicht so gut. Oder? Halt! Keinen Schritt! Wieso gehe ich jetzt mal hier hoch? Bin ich eigentlich doof? Ich wollte die Crawler eigentlich schon ganz gerne zur Strecke bringen vorher. Ich wusste nicht, dass sie dieselben Leute sind. Sehr unangenehm. Dennoch würde ich ganz gerne die Crawler aufgestanden töten, weil ich glaube, sie bringen relativ viel Erfahrung und die ganzen Crawlerplatten und Zangen sind auch einiges wert. Und ich glaube, die waren hier oben irgendwie. Muss mal gucken. Hier waren wir ja schon im Bereich, also könnte auch wirklich nur im Großen und Ganzen hier sein, weil südlich davon sind, glaube ich, keine Minen, sondern einfach nur schnöde Sandwüste. Und wir hatten es ja, glaube ich, schon auf dem Weg hierhin entdeckt oder sowas. Oder irgendwas hatten wir entdeckt. Hier kurz mal hier hoch, vielleicht waren sie ja hier. Wenn nicht, waren sie vielleicht noch da drüben. Aber das hier ist näher dran.
Außen ist ja noch ein Sonnenkraut, das meinen Weg leitet. Ah ja, man kann ja in die Minen gehen. Das ist fantastisch, aber ich glaube, wir müssen dort hinten hin. Und ich glaube, wir werden jetzt relativ viel gleich mit dem Bogen arbeiten müssen. Also es werden schon durchaus einige Pfeile, Pfeile draufgehen. 100, 150 vielleicht, würde ich schätzen. Weil das sind wirklich jetzt durchaus einige Crawler, soweit ich weiß. Da oben ist irgendwas. Crawler, tatsächlich. Sandcrawler, Sandcrawler. Und wie ihr seht, es sind viele. Man hört schon das Getrappel. Also ich höre das Getrappel auf meinen Kopfhörern. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Letztes Mal war das ganz schön schwierig. Naja. Okay, ihr haltet viel aus. Okay, es sind viele. Bugs! Tschüss. Wo weggesteckt? Warum eigentlich? Na gut, weil ich schneller rennen kann, ein bisschen. Aber warte mal. Wenn das so läuft, wieso habe ich mein anderes Schwert nicht mehr? Da! Na komm. Oh, Mist. Da! Na komm, stopp. 160 Erfahrung pro Crawler, pro Sandcrawler, das ist gar nicht mal schlecht. Und wir bekommen nochmal eine kleine Crawlerplatte und eine Sandcrawler-Zange. Auch das ist ganz cool. Ich würde aber ganz gerne trotzdem beide Schwerter gleichzeitig haben. Kann ich irgendwie da vielleicht nochmal? Kann ich nicht hier. Das ist die 2 noch. Genau. Und anvisieren bitte. Wenn ich jetzt die 1 drücke, werden beide Schwerter gezogen. Dafür habe ich die Fackel abgewehrt. Ja, ist egal. Muss ich das bei jedem Spielschalt neu machen oder was? Das ist ja auch ein bisschen dämlich. Ja. Ich hoffe, das ist kein Bug. So, da oben ist ein kleiner Krabbler. Hallo, Sandcrawler. Weißt du was, ich greife einfach mal so an. Kommt 2, das ist okay. Lauf weg! Okay, lauf vielleicht ein bisschen schneller weg. Okay, jetzt sind es 3. So richtig geil ist das auch nicht. Ich habe einen erwischt, das ist schön. Auch wenn es der falsche war. Schnelle Wendung. So, schnelle Wende, nicht schnelle Wendung. Schnelle Wendungen gibt es in Geschichten. Weg! Das ist aber schön, dass sie alle immer so lange warten. Dass man immer schon weiß, man wird gleich getroffen. Vielleicht mal ganz schnell so einen Heiltrank nehmen. Dass man weiß, man wird gleich getroffen. Wenn die ganze Zeit blocken, aber es auch nicht verhindern kann, weil der Typ wie ein Berserker auf die Taille einschlägt. Rechte Maustaste wegen Blocken und so. Genau. Nee, ist nicht tot. Mist! Aber ihr müsstet gleich sterben. Du? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der rechte gerade stirbt, aber ist auch okay. Yeah! Na, läuft doch ganz gut. So, dich gelootet und auch dich gelootet. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich vielleicht mal diesen Platz hier untersuchen. Ein Feuer mitten in der Wüste, habe ich das schon mal angeguckt. Lagerfeuer. Auf jeden Fall sind keine Waffen mehr hier, deswegen kann man davon ausgehen, dass ich untersucht habe. Hier ist die brennende Sonne. So ist es, wie es in der Wüste ist. Geil. So ist es, wie es in der Wüste ist. Kann ich vielleicht noch etwas anderes Tautologisches sagen? Dieser Schwarm ist weiß. Oder schwarz. Toll. Oh Gott, Schakale. Ja, wisst ihr was? Bevor ihr mich irgendwann nochmal hinterrücks erwischt, dreh ich mich auch noch um. Ich glaube, diese Folge wird relativ kampflastig. Ihr kommt schön auf mich zu. Perfekt. Weg. Zu den 3 toten Crawlern. Einer ist ja schon fast tot von den Schakalen. Mist. Da hat er den Bogen versemmelt, den Schuss. Kommt, einer ist doch gleich tot. Mist, ich werde zerrissen. Nee, werde ich nicht. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Wie könnte irgendwas mal schief gehen können? Ja, genau so. Mein Gott, was ist denn mit mir los? Ich brauche auf jeden Fall wieder Fleisch, wenn mir gerade so auf. Ich nehme kurz mal den Kram hier mit. Und hier war doch gerade ein Feuerchen. Kann ich nicht ein bisschen Fleisch braten? Vorausgesetzt, ich habe überhaupt noch rohes Fleisch. Das ist natürlich auch ganz günstig. Ich verbrauche wieder zu viel Lebensenergie von mir. Was haben wir denn? Wir haben 30 rohes Fleisch. Das ist okay. Kann man erstmal kurz wegbraten in einem kleinen Stöckchen, das ich lustigerweise immer dabei habe. Wir haben zwar 20.000 Knüppel aufgesammelt und sowas alles, aber die ganzen Stöckchen hier, die ich eigentlich
immer zum Braten brauche. Die nehme ich mir immer sozusagen aus der Hosentasche. Da sind weitere Schakale, wollt ihr mich? Mein Gott. Na gut, dann muss es eben sein. Eins. Zwei. Das ist sehr unangenehm. Und ich bin nicht sicher, ob ich das überleben werde. Ich renne da kurz bis zu dem Baum da hinten. Um mich dann wieder umzudrehen und zu feuern. Oh Gott. Ja, einer ist tot. Jetzt muss ich aber mich lustigerweise umdrehen. Damit ich dann nicht sagen, dass Fell und die Klauen, Zähne oder was alles da bekomme. Kommt ihr hier hoch? Ja, nicht so richtig, aber na, langsam halt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Ich bin... Mist! Na gut. War eigentlich absehbar. Ich habe irgendwie die letzten paar Minuten schon relativ fahrig gespielt. Keine Ahnung warum. Aber gut, dann mal gucken, wo jetzt der letzte Speicherstand ist. Vielleicht kann ich ja noch was korrigieren. Ach Gott, letzter Speicherstand ist immer noch in Lago, oder? Oh mein Gott. Na gut, dann werde ich es einfach mal so machen. Ich werde mich jetzt mal nach Ben-Erei teleportieren. Das dürfte ja nicht so wahnsinnig lange dauern. Zumindest dauert es nicht ganz so lange, wie dahin zu laufen. Und ich habe ja auf dem Weg nach Ben-Erei sowieso nichts gefunden. Von daher ist das auch kein, also wirklich absolut gar kein Verlust. Ich muss nur daran denken, dass ich dann sofort ein Beideschwerter ausrüste. Also wenn ich die Eins drücke, jetzt auch wirklich Beideschwerter ziehe, nicht gleich wieder nur ein Schwert. Das wäre ein bisschen dämlich. Und ich kann jetzt einen Fehler tatsächlich wieder gut machen. Ich kann erst auf Crawler-Jagd gehen, dann kann ich Vasco sagen, dass ich die Crawler besiegt habe. Danach kann ich Vasco verpfeifen und dann ist alles gut. Das ist doch eigentlich ein besserer Plan. Dann wird mir dieses kleine Missgeschick erst ein bisschen erspart werden. Wo ist hier Ben-Erei? Da ist Ben-Erei. Hallo Sklave. Tschüss Sklave. Was ich kann. Ich trinke mal ein Stückchen Kaffee. Ach, Deo wartet, das ist völlig okay. Und die Crawler waren da oben, nicht wahr? Apropos, ich möchte auch das andere Schwert noch haben. Das da. Und ich hatte es übrigens jetzt mal so geplant, dass wir jetzt tatsächlich immer, also Kaktusblüte, auch wie schön, dass wir jetzt nicht mit dem Bogen eher arbeiten. Ich glaube, das war mein Fehler beim allerersten Mal, als ich das gespielt habe. Weil beim allerersten Mal ist gut, beim einzigen bisherigen Mal, als ich hier war. Sondern, dass ich einfach versuche, im Nahkampf immer mal so einzelne Crawler rauszuziehen und die dann zu erlegen. Weil dann habe ich letztendlich bessere Chancen und ich habe nicht ganz so einen Riesenverlust an Pfeilen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ich meine, Pfeile sind ja ein bisschen rar in der Welt, auch wenn ich jetzt fast 1000 Pfeile habe. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig. Da sind zwei Crawler, aber da kommt schon einer auf mich zu. Ist also egal. So. Und? Rechte Maustaste, die anderen beiden kommen auch schon. Oh, komm, komm. So, habe ich schon mal beide erwischt da hinten. Das ist ganz gut. Jetzt ein bisschen weglaufen. Wenn ich die drei erwischt habe, sind das ja schon mal, ja, drei. So, einer ist mal erwischt worden. Der will mich gleich angreifen. Macht er auch. Wieder einen erwischt. Ah, aua. Ah, Mist. Okay. Ich kriege euch schon noch. Aber vielleicht sollte ich mal vorher noch mal was Essbares zu mir nehmen. Ich habe schon wieder irgendwie blöden Schakale gehört. Ich fasse es nicht. Oh Gott. Ihr seid nicht mehr hinter mir her. Warte mal, das will ich mal... Bevor ihr abhaut. Ja! Und jetzt ganz schnell den Trank. Ich hab keinen Bock, dass ihr wieder abhauen, sich da irgendwie total regenerieren oder irgendwas in die Richtung. Es muss nicht unbedingt sein. Und einer davon ist ja eh schon fast tot. So. Der ist tot. Sehr schön. Komm, mach was. Und mach vielleicht doch nichts. Kommt, dich kriegen wir schon noch. Rechte Maustaste zum Blocken. Und das hilft natürlich nicht, weil deine komischen spitzen Zangen überall durchkommen. Aber okay. Euch beide gelootet und auch dich gelootet. Was ist eigentlich so eine Sandcrawler-Zange und eine kleine Crawler-Patte? Was ist eigentlich die wert? Was sieht denn aus wie Zangen? Das vielleicht. Minecrawler-Zange. Das sind keine Sandcrawler-Zangen. Klauen. Sandcrawler-Zange. 37. Genauso viel wie Minecrawler-Zange. Hätte man auch beides gleich machen können. Aber hat man halt mehr Gegenstände. Das ist auch okay. Der braucht einen Weizensack. Okay. Ja, schön. Und was haben wir noch? Die Platten hatten wir noch. Und die Platten sehen so aus. Kleine Crawler-Platte, 7 Gold wert. Ja, das ist ja
Ist ja ein Traum, am besten Willen. Warte mal, jetzt habe ich das Feuer gleich da hinten. Ich glaube, das nutze ich gleich mal, um das Fleisch zu braten, was ich eben schon gebraten habe, also die 30 Fleischstücke. So, drei haben wir und es sind, also ich glaube, mindestens 20 oder irgendwas in der Richtung. Lagerfeuer. Ich glaube, im letzten Mal war es irgendwie so, dass ich dann relativ viel auf einem, an einem Posten erledigt habe. Da hatte ich mich, glaube ich, auf so einen kleinen Beobachtungsposten gestellt, dieser eine, wie er gerade da rausragt, so ein Türmchen mit einer einzigen Treppe. Und habe die sozusagen mit Pfeilen geballert. Habe da so ziemlich alles an Pfeilen weggehauen, was ich hatte. Was noch nicht so schlimm war, weil ich damals in Magier gespielt hatte und der Bogen mir nicht wirklich viel wert war. Also, ich habe sozusagen so lange ein bisschen mit dem Bogen rumgespielt, bis ich halt selber genug magische Energie hatte, um selbst mir diese ganzen Viecher vom Leib zu halten. Und danach lief alles gut. Ein Wassermagier weiß ich übrigens, falls das jemand fragen möchte. Und wenn nicht, weiß es trotzdem. So, wie gesagt, drei haben wir jetzt schon weg. Wir müssen die Schritt für Schritt so abschälen, sozusagen. Vielleicht kriegen wir einen von euch hier drüben. Dich da zum Beispiel. Ja, einen nur. Ja, jetzt sind wir zwei. Laufen vielleicht ein Stückchen weg. Und hier bei den Kaktusblüten ist doch ein ganz schöner Ort, wo man kämpfen könnte. Ich motiviere euch mal kurz ein bisschen. Ich mache gar nicht mal so viel Schaden bei euch. Ist ein bisschen schade. Ja, daneben. Ah, leider ich auch. Mist. Uiuiui. Au. Beide erwischt. Wieder beide erwischt. Mit dem Einschwert. Mit der Assassinklinge. Jetzt wieder mit dem Paladinschwert. Sehr geil. Komm, ich hab dich ja schon mal fast tot. Hier sind, glaube ich, Schakale oder irgendwas in der Richtung. Ja, sind sie wirklich. Mein Gott. Daneben. Aber ich nicht. Sehr schön. So, haben wir noch zwei weg. Fünf. Warte mal, ich habe gerade irgendwas gehört. Scan. Nein. Sind es wirklich nur zwei Schakale? Drei Schakale? Nee, das große Huhn, was mich eben getötet hat. Das mache ich mit Sicherheit nicht nochmal, aber was ich langsam machen könnte, ist mal kurz speichern. Denn ich befürchte fast, wenn ich jetzt gleich nochmal irgendwie sterben könnte oder irgendwas in der Richtung, muss ich den ganzen Kram nochmal machen und darauf habe ich nun wirklich überhaupt keine Lust mehr. Ich glaube, so alle 5 Quarter zu speichern oder so, oder alle 10 Quarter ist, glaube ich, eine Idee. Alle 10 Quarter, was rede ich denn? Ich rechne damit, dass es 20 sind. Ich hoffe, es werden nicht mehr. Obwohl es natürlich viel Erfahrung gibt. Ich meine, 69 Erfahrung pro Stück und wir haben jetzt... noch 14.000 bis zum nächsten. Naja, gut, das ist noch ein bisschen hin. So, da oben sind mindestens 4 auf einmal. Das ist ein bisschen schlecht. Also ganz vorsichtig nähern. Und die krabbeln auch so schnell, dass man die kaum einzeln ziehen kann. Doch, da kommt einer. Einer kommt. Sehr gut. Wie gesagt, 5 haben wir schon getötet. Dich ein bisschen weglocken und los geht's. Na komm. Bisschen fechten noch. Vielleicht bringt das was. Naja, ist okay. So, Nummer 6 ist tot. Du wirst gelootet, der Rest hat es gleich mitbekommen. Sehr geil. Ich mache ein Stückchen Fleisch noch. Und da hinten kommt er schon auf mich zu, oder? Ja, oh, 2. Naja, gut. Wollt ihr Nummer 7 und Nummer 8 sein? Kein Problem. Vielleicht doch ein Problem. Ja, aua. Komm. Oh ja, das war ein schöner Streich. Ja, nochmal so ein schönes Ding. Gut. Na, wenigstens einer. Ja. Na komm. Ist auch fast tot. Oh mein Gott. War das mit halb? Da. Mist. Da. Wieso fechte ich gerade? Bin ich doof? Ah. Oh Gott, nein, nein. Gut, dass ich gespeichert habe. Meine Güte. Es mag sein, dass die vielleicht noch ein bisschen hart sind für mich, aber jetzt habe ich die Quest schon begonnen. Jetzt will ich es auch mal fertig machen. Hier laden. Vielleicht gelingt es mir auch, wenn ich mit 2 rausziehe und dann mit ein bisschen Pfeilen arbeite, aber das ist genauso pfeilreich wieder. Da habe ich das alte Problem, dass ich wieder Pfeile neu kaufen muss oder dass ich am Ende vielleicht keine Pfeile mehr habe. Und das will ich auf keinen Fall riskieren. Denn wir haben ja noch solche lustigen Dinge wie Urviecher vor uns und was weiß ich, Dämonen und was ich noch alles, was es noch alles geben könnte. Und nämlich schwarzen Trolle und die werde ich mit Sicherheit nicht im Nahkampf angehen. Obwohl die Trolle vielleicht schon. Wenn es nur ein einziger Troll ist, dann ist es vielleicht okay, aber wenn es dann mehrere werden, wird es dann ein bisschen ärgerlich. Und zum Beispiel die Urviecher gibt es auch nur zu dritt, jetzt oben bei Nemora. Oder zu zweit unten südlich von Geldern.
Und ich finde beides davon nicht so richtig reizvoll. So, Haschinen lasse ich mal kurz sein, wie sie sind. Na komm mal her, du einzelner Crawler. Wir sind wieder auf 5 zurückgefallen. Leider, leider. Und? Gut. Der Hälfte ist weg. Und der andere Crawler kommt schon angekrochen. Kriegt den auch einen Schlag ab. Oder ich kriege einen Schlag ab. Auch schön. Ja. Mein Gott. Ich bin aber auch zu wild heute. Und? Ja. Würdest du vielleicht mal sterben da drüben? Ja. Oder ich sterbe einfach. Das ist auch okay. Lauf doch. Nicht ruckeln, laufen. Ich brauche jetzt unbedingt einen Heiltrank. Jetzt. Und hier vor allem. Jetzt laufen die mir weg. Nein, das kannst du vergessen. Und ich verfehle. Und ich verfehle nicht mehr. Sehr schön. Lock ich dich mal aus. Und den Rest von dir mache ich hier im Nahkampf, mein Freund. Während der andere hinter dir runterrutscht. Oh, 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 das war knapp. Da faucht er mich einfach so an. Na, sag mal, da kommt man doch auch nicht durch in die Deckung. Wie so ein Preisboxer. Aber tot ist er trotzdem. So, das war Nummer 7 und 8. Oder 6 und 7. Ich glaube Nummer 7 und 8, ja genau. Ich habe ja gerade eben einen einzelnen erledigt. Ich esse ein bisschen Grütze. Das bringt immer relativ viel Energie. Und noch einmal die 6, genau. Ich sehe jetzt nur noch einen einzigen da oben, das heißt, hast aber noch lange nichts. Ja, kommt auch auf mich zu, sehr schön, da oben ist noch ein weiterer. Und da arbeiten wir uns rein, würde ich gerade sagen, hat aber gar nicht geklappt. Sag mal. Ja, die Zangen sind offen. Ja, doch nicht mehr. Ich muss ihn erst irgendwie ins Leere schlagen lassen, dann geht das. Aber das ist echt ganz schön heikle Arbeit, hier jemand ins Leere laufen zu lassen, weil das ist bei ihm, also bei den Sandcrawlern, ganz schön knapp immer. Komm, ich bin an deinem Bauch. Ah. Ja, sehr schön. Danke auch für deinen Kram. Das werde ich mir nicht mehr ganz jedes Mal im Menü aufrufen. Ihr merkt vielleicht schon, dass ich öfter die rechte Maustaste drücke, um schnell zu looten, weil bei den meisten Viechern ist halt immer das Gleiche dabei. Also bei den Sandcrawlern gibt es immer Sandcrawler, Zangen und kleine Crawlerplatten und was weiß ich was. Und das ist alles nicht so spektakulär. Bei Wölfen gibt es immer Zähne und ein Fell. Gut, einen erwischt. Nochmal erwischt. Jetzt läuft er ein bisschen schneller. Das ist, beide erwischt. Ja. Oh, achso, ich gehe wieder von oben nach unten. Das ist eine dumme Idee. Ja, folgt doch am besten dahin, wo eure Artgenossen schon liegen. Ah, beide erwischt. Keiner erwischt. Wieder keiner erwischt. Dafür sie mich auch nicht. Oh Gott. Sie fangen wieder an zu blocken. Okay. Einer ist fast tot. Du. Aber töten kann ich dich trotzdem nicht. Komm, schlag ins Leere. Ja. Sehr schön. Einer ist tot. Und du wirst mir gleich Gesellschaft leisten. Ja, sehr schön. Ich muss mich ein bisschen in Acht nehmen von den Schakalen, die da drüben sind. Was war das gerade? War es jetzt 9 und 10? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann habe ich mich halt geirrt. So, Nummer 9 und 10. Ich nehme mal den Bogen, um Sandcrawler, die im Gras verborgen sind, vielleicht noch zu sehen. Da ist einer. Kein Bock, nämlich in der Horde von 5 Sandcrawlern zu stehen. Da ist ein zäher Sandcrawler. Ach du großer Gott. Guck euch mal bitte an, diese Massen an Crawlern. Die müssen wir alle noch töten. Keine Sorge, nicht alle diese Erfolge, aber in dieser nächsten Folge auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einen davon anlocke mit einem Pfeil, dann ist aber hier alles Polen offen, wie es so schön heißt. Aber der drüben krabbelt gerade so ein bisschen raus. Vielleicht kann ich dich ein bisschen locken. Während die anderen weggehen, das ist doch eine Möglichkeit. Ja, komm her. Ja, komm her. Aber vor allem, das Geile ist, die Trakeen nicht mehr erstmal, also die Trakeen nicht mehr immer so eben so ewig rum, wie die Feldräuber zum Beispiel in Gothic 2. Sondern die greifen gleich an. Die gucken einen an und greifen einen an. Weil es vielleicht aggressive Kreaturen sind. Genauso wie ich. Da! Ich laufe durch die Landschaft und bringe alle um. Auch nicht gerade pazifistisch. Ja. Also gerade wenn du das zum Schlag ausholst, natürlich auch gut. Oh Gott. Aber den Zeitpunkt zu treffen ist natürlich noch schwieriger.
Danke dafür, Nummer 11. Ich hätte gerne noch mal etwas Fleisch. Würde sagen, einen Kampf mache ich noch, bevor ich die Folge hier beende. Die auch schon nicht mehr so kurz ist. Oh Gott, sind das viele. Ich befürchte, dass der eine Kampf irgendwie mit 10 Kreaturen gleichzeitig stattfinden wird. Das wäre ein bisschen doof. Ich glaube, wir kommen um viele Pfeile gar nicht umhin. Aber bevor wir das machen, was müssen wir leider machen...